Hallihallo, Hallöchen, willkommen zu SCP Containment Breach, einem kleinen Horror-Game. Ich hoffe, die Aufnahme klappt jetzt. Ich weiß ansonsten nicht wie. Ansonsten kill ich gleich noch sonstige was. Das Horror-Game wurde mir von meiner Freundin empfohlen, damit sie mal beobachten kann, wie ich mir vor der Cam einer, ja, ordentlich in die Hose kacke. Wir sind ein Testsubjekt, D9341. Wir haben die Chance, rauszukommen, wenn wir einen Monat lang überleben. Allerdings, wie es halt eben so ist, klappt nicht immer alles so, wie es klappen soll. Das würde nämlich auf den Zettel da stehen, den ich jetzt gerade mal nicht aufhebe, aus gewissen Gründen. Ich hoffe, die Tür öffnet sich uns trotzdem. Und ich darf nicht die Leertaste drücken. Wenn ich das doch tue, schlagt mich bitte. Weil wenn ich die Leertaste drücke, beende ich die Facecam-Aufnahme. Ach ja, doch ist die Musik schön. Wir sind hier in unserem kleinen Käfig. Ja. Oder geht das nur auf, wenn ich das aufhebe? Hallo? Anscheinend ja. Gut, dann mach ich das mal. Hi. Das sind die lieben Leute vom Arbeitsamt, die haben Arbeit für mich. Just follow me. Ja. We're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't do anything stupid. Gut, das ist alles ein bisschen, also man kann das ein bisschen verarschen. Wenn man den hier beobachtet, der Typ hier hatte vermutlich Analsex mit dem Typen hier hinter mir gehabt. Oder im Stock im Arsch, eins von beiden. Ich glaube eher Analsex ist so die Quote im Labor. Weswegen seht ihr gleich, weil da hatte jemand von dem ganz blutigen Analsex gehabt. Ich bin vor dir. Fuck. Wollte ihn da beziehen. Okay. Ja, probably, yes, of course. Fick dich. Hier. Jetzt gehen wir dann. Jetzt. Ja. Und der hat blutigen Angriff. Und das wird der uns jetzt nicht ganz so. Also der wird sich nicht drüber freuen, dass wir das gemacht haben. Gut, ich gehe mal weg. Weil, das Ding könnte nicht so wahr sein. So, please maintain direct eye contact with SCP-173. Pinsel einmal, dann sehen wir das Teil hier. Hallo. Und gleich gibt's. Wir drücken einmal F5, um zu speichern. Bitte? F5? Danke. Eingefolgen. In dem Zettel geht die Gasmaske und eine Batterie lasse ich hier. Aus Gründen. Ich habe einen Zettel bekommen. Der Zettel besagt folgendes halt, dass dieses Vieh, wie ihr seht, hinten am Arsch blutig ist. Dass diesen Raum mit dem Vieh, also diesen SCP, wie heißt es nochmal, 173, also 173, nicht mehr als drei Leute reingehen dürfen und zwei mit dem mindestens Augenkontakt halten sollen, weil wenn man es nicht anguckt, dann tötet es einen, indem es einen das Genick bricht, deswegen zwei, weil wenn einer blinzelt, ne, scheiße eben gewesen, ne, wenn man es anguckt, kann es sich nicht bewegen, das ist die Sache. Ich geh mal hier lang, also ich hab's halt schon ein bisschen gespielt. Ja. Heißt ein bisschen gespielt gehabt, ja. Ich hätte ein paar Fehler aufgenommen, sagen wir es so. Sagen wir einfach so. Ich mag Horror-Games nicht, Schatz, ich tue das echt nur für dich hier. Weil ich mich ja noch so voll in die Hose. Ja. Hier muss ich jetzt die Keycard verwenden. Gehe ich dann hier hin.
Übrigen, hier ist der Navigator. Und hier drinnen. Hi. Fick dich, 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 fick dich. Fick dich! Das ist unser Freund im Übrigen. Und er mag uns nicht. Wie vielleicht so einige bemerkt haben sollten. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt hier rangehen? Geht das? Brauchen wir ja nicht mehr, der hat ja erklärt. Die Antikrit Batterie mitnehmen. Also ich muss da lang, weil da die Keycard ist und alles mögliche andere. Ich zwischenspeichere einfach mal kurz. Ja, es geht noch so weit. Ich bin, es ist schade, dass die Aufnahme vorher nicht geworden ist, weil ich mir vorhin dann hier viel mehr in die Hose gemacht habe. Und da ein Spielfehler ist, der wunderbar ist, ich nehme noch weiter auf, wie es scheint. Wir sehen uns beim nächsten Versuch wieder, ne? Also bis gleich. Würde ich sagen. Und da sind wir auch schon wieder. Ich mache hier schnell Load Game. Uhrzeit stimmt soweit, weil ich wunderbar am Rumwursteln bin. Willkommen wieder zurück. Es ist ja eh immer noch die gleiche Aufnahme. Ich habe mir meiner Freundin versprochen, so 45 Minuten ungefähr aufzunehmen. Also, ich hoffe gerade mal, dass jetzt nicht dauerhaft der Fehler kommt. Ja. Ich fühle mich so ein bisschen verarscht. Ist halt, das Game mag mich nicht, ganz einfach. Achso, ja. Tab. Die Zutat hier. Weiter rein will ich nicht. Weil. Ja, das Vieh könnte uns den Navigator. Der navigiert uns so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, ob der uns irgendwie was nützen kann. Auf jeden Fall gehen wir mal weiter hier. Fick dich, Game. Einfach nicht fick dich. Ich mag. Also, das Game, was mit Geräuschen angeht, ist das echt. Gut. Die Cam nimmt noch auf. Ich dachte gerade, ich hätte mit. Es ist aber gut zu wissen. Das will ich lesen. Okay, Shell Container Product S is to be 327 is to be contained in a shell. Okay, okay. Ich glaube, wir haben den Plexiglas. Ja. Yep. Ein, okay, Motion Detector. Bewegungsmelder. Ich versuche mir das gerade so zu übersetzen, ne? Breach. That will be astounded and a further should watch for any brief flickering movements in the corner of their eyes. Okay. Es ist eine Kreatur, die die ist 2 Meter lang von Kopf bis Schwanz. Wiegt 45 Kilogramm, hat long mit dünnem Körper. Okay. Was allowing for extremely fast and precise movement. Okay, dann sehr schnell.
sehr flexibel, okay. In place of eyes and ears, it's as this sensory organ, okay, it's not only of okay, echolase, but also of detecting energy transfers, such as electrical impulses, its movement to those pulses, detecting of any being around it, uses this technique to hide, or hiding behind the head, person looking for it, or by hiding in there, okay. In Ordnung, das sind Vieh, das sich das böse ist. Fall. Das Problem ist, die Tür ist da offen. Wir gehen hier auch direkt wieder weg. Ich mache die Tür zu. Wenn ich ruhiger werde, ne? Use keys 1 to 5. 5? Anscheinend nützt uns das nichts. Jetzt habe ich mich verlaufen. Ja. Geschlossene Türen sollten geschlossen bleiben, aber ich gehe trotzdem rein. Einfach nur, um es anzugucken und wieder rauszugehen. Und wie gesagt, geschlossene Türen sollten geschlossen bleiben. Gut. Jetzt gehen wir hier geradeaus. Wieder zurück. Hallo? Hört ihr mich nicht? Gut. Hi. Okay. Ich sehe nichts im Übrigen. Fuck! Ich mag da nicht hin. Da war. Ist irgendwas passiert, was mir nicht gefallen mag? To operate it, okay. Oh, hier. Höhere. Keycard. Okay. Höhere. Gut. Auch lang. Oh, ey, ich krieg die Krise hier. Das ist der Schaden. Fuck. Und hier kommen wir zu dem kleinen Problem, das ich habe. Nämlich diesen schwarzen Gasleck. Ich erkläre eine Sache, bevor gleich das Game vermutlich abrauscht. Ich habe das Problem. So. Man soll.
Fuck you. Ja. Und noch die Gasmaske anziehen, wenn man da durchkommt, weil man kann nicht mehr blinzeln ordentlich. Mein Problem ist, ja. Ich nutze das mal. Tab. Gasmaske. Memory Adjustable Violations. Thank you, game. I hate you. Ja. Das zum Game. Bis zum nächsten Mal, wenn ich das Problem gelöst habe. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen.